Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Jetzt ist eingetreten, was wahrscheinlich du am allerwenigsten wolltest, nämlich, dass du weiterhin Interimstrainer bist des 1. FC Saarbrücken. Wie kam es denn jetzt dazu? Ja, wir hatten Kandidaten, mit denen wir relativ weit waren. Das hatte ich ja auch am Samstag nach dem Spiel gesagt, dass da noch Details zu klären sind, wo wir jetzt nicht letzten Endes auch komplett zusammengefunden haben. Und ich glaube, es muss einfach von beiden Seiten auf 100% sein, dass es auch erfolgreich sein kann. Und war dann am Ende die Entscheidung auch so zu sagen, dass man es nicht macht. Und dann auch mit gleichzeitig verbunden einfach in Absprache auch mit Jürgen Luginger, mit dem Präsidenten Schatzmeister, zu gucken, was ist jetzt einfach die beste Möglichkeit für den kurzen Zeitraum, weil schon gegeben war, dass ein neuer Trainer jetzt auch diese Woche starten muss, weil wir entsprechend jetzt diese Woche einfach die letzte volle Woche ist, wo dann danach im Dreitagesrhythmus einfach die Spiele stattfinden. Und man dann einfach gesagt hat auch, dann mache ich das bis zu dem Halle-Spiel am 12.11. weiter. Und auch mit der Tatsache, weil es jetzt auch diese zwei Spiele erfolgreich war und man entsprechend dann eine gewisse Ruhe hat in der Auswahl des Trainers. Ja. Ist das so ein bisschen der Fluch des Erfolges? Möglicherweise. Ich glaube, man wäre mit Sicherheit mit einer Niederlage gegen Zwickau viel mehr in Zugzwang gewesen, relativ schnell auch einen Trainer zu präsentieren. Das Spiel haben wir gewonnen. Wir haben auch das Spiel dann gegen Dresden gewonnen. Von daher bringt das einfach viel mehr Ruhe in die Entscheidung mit rein. Es hat aber auch die Situation gegenüber dem entsprechenden Kandidaten verändert, der, so wie wir das mitbekommen haben, schon ein bisschen gezögert hat. Die Gespräche haben sich ja hingezogen. War dann auch dann der Punkt zu sagen, okay, wir haben ja einen guten, wir wissen nicht, was wir bekommen, also machen wir jetzt erstmal weiter so. Ja, aber am Ende war das ja schon, glaube ich, das habe ich auch so vermittelt, der Wunsch einfach von uns, einen Trainer zu verpflichten und jetzt nicht zu gucken, oh, wir haben ja gewonnen, jetzt können wir warten und es ist jetzt egal, sondern eine klare Absprache auch mit dem Präsidenten, mit Jürgen Luginger zu gucken, dass wir einen Trainer verpflichten können. Und wer mein Telefon irgendwo kontrollieren würde und gucken würde, was jetzt auch die letzten Tage noch auch war und wie oft und alles stattgefunden hat, der wird dann auch sehen, da war einfach intensiver Austausch noch und auch die Idee, dass wir das einfach relativ schnell noch kriegen und auch wirklich zu heute dann Trainer auch präsentieren können. Letzten Endes hat es nicht geklappt. Ja, also die Verschwörungstheorien, die da sagen, das war eigentlich von vornherein geplant, dass du Uwe Koschinat ersetzen sollst, den kannst du hiermit eine Absage erteilen und zwar hundertprozentig. Das kann ich zu 100% ausschließen und glaube, jeder, der es jetzt über die Wochen auch mitbekommen hat und wenn mich erlebt hat, auch nah, wird mir das auch ganz sicher auch abnehmen und ja, kann das dann auch bestätigen. Und wer auch mitbekommen hat, in welcher Intensität ich im Austausch war, wie oft ich einfach auch Termine wahrgenommen habe und geguckt habe, dass es funktioniert, würde sehen einfach, wenn das alles offen liegt, dass er sehr, sehr bemüht war, dass es funktioniert. Letztlich war es einfach so, dass man nicht zusammengefunden hat. Ja. Gut, was gibt denn jetzt Grund zur Hoffnung, dass es in der Winterpause eine bessere Situation sein wird? Gibt es da mehr Trainer auf dem Markt? Macht die WM einen Unterschied? Habt ihr vielleicht jemanden schon, der gesagt hat, ich warte jetzt mal noch ein bisschen? Ja gut, es gibt ja auch eine Möglichkeit, dass vielleicht Trainer aus ihrem Vertrag nicht rauskommen und vielleicht erst eine Möglichkeit haben, im Winter aus dem Vertrag rauszukommen. Und da gibt es ja auch neue Optionen, ja, die man einfach auch bedenken muss. Das war eine schöne Option, denn da gibt es ja auch entsprechende Leute, die schon durch die Presse geisterten. Ne? Ja, aber trotzdem, ich habe kein einziges Mal irgendeinen Namen, der durch die Presse geistert, kommentiert, werde das auch jetzt nicht tun. Und ja, wenn ich jetzt anspreche, dass es Trainer mit Vertrag gibt, es gibt im Grunde 19 Trainer außer mir in der dritten Liga mit Vertrag. Es gibt 18 Trainer mit Vertrag in der zweiten Liga. Es gibt hochgerechnet in der Regionalliga auch ganz viele Trainer mit Vertrag. Ja. Jetzt kommt zu der Trainersuche, die ja jetzt erstmal beendet ist. Oder
Wie handhabt ihr das jetzt? Nein, also das ist ja schon, das findet parallel auch statt, so wie es jetzt auch die ganze Zeit stattgefunden hat. Ja, okay, ihr seid also weiter in Gesprächen oder auf der Suche zumindest, ne? Ja. Es kommt ein zweiter Aspekt hinzu, den du ja auch als Manager, den du ja weiter auch darstellen willst und wirst. Das ist die Spielersuche. Und ist da jetzt auch Handlungsbedarf durch die Verletzung von Biada zum Beispiel? Ich glaube, das hatte ich im Vorfeld auch gesagt. Der Kader ist richtig breit aufgestellt. Die Spieler, die jetzt reingekommen sind, auch dann mit Justin Steinkötter, durch die Verletzung von Julius Biada, haben ihre Chance genutzt. Julian Günther Schmidt, Chance genutzt. Ich hoffe einfach, dass Marvin Kuni im Laufe der Woche jetzt auch ins Mannschaftstraining wieder einsteigt. Adriano Grimaldi hat eine Kontrolluntersuchung morgen. Hoffe, dass der langsam steigern kann und entsprechend vielleicht auch für die letzten Spiele auch nochmal eine Option da ist. Wir haben mit Kasim Rabic noch einen Offensivspieler. Also ich glaube, die Auswahl der Spieler ist definitiv noch gegeben, dass wir eine absolute Top-Mannschaft auf den Platz stellen können. Ja. Letzte Frage. Du warst ein Provisorium als Trainer. Bis jetzt bist du es jetzt wieder. Wirst du es auch vielleicht nach der Winterpause sein? Also wir wollen jetzt deswegen auch die Absprache mit Jürgen, mit dem Präsidenten parallel anfangen, einen Trainer zu suchen. Um jetzt einfach mit der nötigen Ruhe auch einen neuen Trainer zu finden, der richtig Bock hat, hier auch Trainer zu sein, der richtig Bock hat, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Ich danke dir und wir sehen uns. Wir sehen uns. Bitte. Danke.